Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Alarm 4 Cobra Smith. Nee, Alarm 4 BCR, der Autobahn-Simulator. Also, wir spielen wieder der Autobahn-Polizeisimulator 2 und wir haben einen Einsatz. Wir müssen uns den Steinewerfer schnappen. 3,9 Kilometer dürfte, wie scheint, hier irgendwo dieser Rastplatz sein, wo wir hin müssen. Und zu dem fahren wir jetzt. Warum das Spiel irgendwie ein bisschen am Ruckeln ist oder sonst was? Ich habe einfach null Plan. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich habe jetzt sogar schon gewisse Sachen runtergestellt. Und ich kann mal das wegtun. Mal gucken. Vielleicht bringt das was. Ich glaube es ja nicht, aber ist halt immer so eine Sache über den Session Spiel. So, also wir fahren jetzt zum Rastplatz müssen wir jetzt. Das ist er nicht. Ich habe auch jetzt den Verkehr ein bisschen runtergestellt, mit der Hoffnung, vielleicht ist es dann flüssiger. So, auf geht die Party und die Party geht ab. So, 3,8 Kilometer. Jetzt schauen wir mal, wo ist denn der Einsatz? Das da. Alter, der ist ja echt irgendwo, gell? Hey, wir müssen hier jetzt fahren. Das ist ja auch doof. Nee, warte mal. Wenn ich hier rechts fahre, könnte ich hier. Nee. Muss ja sowieso auf die Autobahn auf. Ich muss ja sowieso auf die Autobahn auf. Komm, Gas. Na, auf geht's. Fahren wir mal. Fahren da mit 225, 230 gleich. Immer dieser weite Weg zum Fahren ist irgendwie. Wenn es nicht so leicht ruckeln würde, wäre es okay. Also warum bringt man eigentlich als Simulator im Simulatorengeschäft ein Spiel raus, was nicht fertig ist? Weil mir kann keiner erzählen, dass das Spiel fertig ist. Das kann mir keiner erzählen. Das Spiel ist bei Weitem noch nicht fertig. Man, ich finde das mit der Story finde ich mega geil, mega. Aber ich finde einfach, das Spiel ist einfach nicht fertig. Naja, fahren wir mit 230 mal.
Man merkt, dass halt die Kacheln andauernd nachladen. Das merkt man irrsinnig. Muss ich hier rechts? Nee, oder? Nee. Easy! Gott, jetzt aber ein Tunnel auch noch. Zweihundertdreißig und Tunnel fahren ist gar nicht so easy. Knapp. 3 Kilometer noch. Endlich, ey. 8 Minuten lang Autofahren, ey. Das Spiel ist ja direkt Wahnsinn. Ei, ei, ei. Komm, fahrt doch. Zieht doch ab mit euren scheiß Bulli-Rennen. Fahr rechts ran, du Doim! Mann! Komm, 80, nicht 10. Meine Güte, Leute, Leute, Leute. Lauter Samstagfahrer hier.
So. Schurke. Hallo, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Tag. Ja, klar. Doch, ja, klar. Was falsch gemacht? Ja. Nein, nein. Verbrecher. Sie können uns Gefängnis. Aber bei einem Fall weiterhelfen. Ach so. Na, dann schießen Sie mal los. Haben Sie jemanden beobachtet, der sich bei dem Steinhaufen hier bedient hat? Die sind natürlich nicht abgezählt, aber ich habe tatsächlich was beobachtet. So ein Typ ist um die Baustelle herumgeschlichen. Ist gar nicht lange her. Als er mich gesehen hat, ist er ganz schnell in sein Auto und losgefahren. So, jetzt sagst du mir das Kennzeichen. Komm. Koscher. War es zufällig diese Person hier? Ja, doch. Der hatte auch die gleiche Jacke an wie auf dem Foto. Ja, was sind Können das für Sie Fahrzeug? Nähere Angaben zu dem Wagen machen? Ja, es war ein grüner Geländewagen, ein relativ neues Modell. Das Kennzeichen habe ich leider nicht gesehen. Na super. Haben Sie vielleicht noch etwas beobachten können? Ja, ist aber vermutlich nicht wichtig. Der raucht wie ein Schlot und schmeißt seine Kippen überall hin. Ja doch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie konnten uns wirklich helfen. Gern. Allzeit bereit. Eigentlich nicht so. Dann mal weiter. So. So, steigen wir wieder ein in meine gute Karre. Ey, der steigt schnell ein. Was ist denn da los? So, wir haben jetzt aber 10 Stunden fahren hinter uns. Jetzt werden wir nicht mehr fahren. Jetzt werden wir einfach uns dahin porten. Weil sonst... das ist ja Wahnsinn. Ja, die Rückspiegel sind auf hoch eingestellt, aber... das verstehe ich auch nicht, dass man nicht eine Sicht nach hinten hat. Ja, Kollege, du wartest hier. Ich laufe mal zum Bäcker und erzähle ihm das, ne? Du hast ja den ganzen Tag nix. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wunderschönen Ohr. Schließen. So, Herr Becker. Der Lieblingsbeamte ist wieder da, der am ersten Tag schon zu spät kommt. Ah, so. Er steht auch noch rum, ey. Die haben, die Kollegen, die haben... ah, Wahnsinn. So, guten Tag, Herr Becker. Machen wir Fortschritte. Ja, natürlich. Wir haben ein Foto des Verdächtigen und die Beschreibung des Fahrzeugs. Gut yeah. gemacht. Danke, Chef. Wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, bevor Schlimmeres passiert. Ich glaube, wir werden bald den Computerauswertungsvideoraum brauchen. Den Computerauswertungsvideoraum. Okay. Den Computerauswertungsvideoraum. War denn da alles? Ach du Scheiße. Viertausend Punkte brauchen wir bis dahin. Gut. Wir machen jetzt aber die Tagschicht. Ja, gerade Nacht. Kann ich eigentlich irgendwo den Dienst für heute beenden oder so? Ich würde ja gerne mit einem Zivilfahrzeug mal fahren. So. Ja. Ich würde sagen, wir beenden für heute die Folge und wir gucken dann an, was der Henzi da wieder sagt für die nächste Folge. Also bis dahin, wir sind raus. Ciao.